Vom Leben eines Staatenlosen in Russland. Hallo und privet aus Kaliningrad. Erstmals in der modernen Geschichte Russlands hat ein Staatenloser in Russland einen Pass erhalten. Darauf musste er 2 Jahre warten. Allerdings handelt es sich bei dem Pass nicht um einen wirklichen russischen Pass, sondern um einen zeitweiligen Personalausweis. Um diesen zeitweiligen Personalausweis zu erhalten, musste der 53-jährige Staatenlose länger als 2 Jahre in einem Zentrum für den zeitweiligen Aufenthalt ausländischer Bürger zubringen. Der Staatenlose konnte nicht abgeschoben werden, da es keinen Staat gab, wohin man ihn aufgrund seiner ehemaligen Staatsangehörigkeit hätte abschieben können. Der Mann informierte, dass er in Duschanbe geboren wurde. Als er 5 Jahre alt war, siedelte die Familie nach Astrachan über. Diese Informationen waren wohl nicht ausreichend, um den Mann dorthin abzuschieben. Insgesamt scheint es wohl keine Empfehlung zu sein, als Staatenloser nach Russland zu wechseln, um hier sein weiteres Leben zu gestalten. Präsident Putin hatte im Februar 2021 ein Gesetz unterzeichnet, welches die Frage eines zeitweiligen Personaldokumentes für Staatenlose regelt. Das Dokument hat eine Gültigkeit von 10 Jahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.